Hallo meine Lieben, wir kommen zum kleinen Wochenendorakel und zwar für das Wochenende vom 22. und 23. April 2023. Ich werde auch hier, wie jetzt bei allen Legungen in dieser Woche, drei Überschriftskarten wählen und zwar einmal aus dem Krafttier-Orakel-Deck eine Karte. Dann eine Karte aus dem Sacred Forest und eine Karte aus dem Deck Intuitionen. Und dann werde ich auch nach langer Zeit mal wieder ein keltisches Kreuz legen. Und wir lassen uns überraschen, was da rauskommt. Das keltische Kreuz lege ich mit dem Lenormand-Deck von Gabriele Mokros. Und da schauen wir, was uns da an diesem Wochenende erwartet oder was ich ab dieses Wochenende dann in Gang setzen kann oder wird. Ja, ihr Lieben, bevor ich loslege, noch der Hinweis, es handelt sich um eine allgemeine Legung, das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber das merkt ihr, wenn ihr reinhört. Und natürlich noch vor Deutungsbeginn mein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle meine treuen Abonnenten, an jeden, der hier einen Daumen hoch da lässt, an jeden, der einen netten Kommentar hinterlässt und natürlich an jeden neu zukommenden Abonnenten, der das Glöckchen aktiviert und mir damit eigentlich zeigt, dass er sich mit meinen Legungen identifizieren und sich darin wiederfinden kann. Ganz, ganz lieben Dank euch allen. Und jetzt geht's los mit dem ersten, mit der ersten Überschrift. Und da haben wir die Eule mit der Überschrift Einweihung. In der Dunkelheit wird das Licht geboren. Wende dich der dunklen Seite zu und erleuchte sie. Darin liegt die Lösung. Ja, das ist jetzt eine Aussage, wo ich denke, ja, wende dich deiner dunklen Seite zu. Das heißt, es gibt vielleicht etwas, was dich im Verborgenen so ein bisschen beschäftigt, was du aber so von dir wegschiebst, wo du dich nicht weiter drauf einlassen möchtest. Und das Büchlein sagt dazu, ich nehme meine Kraft an und übernehme die Verantwortung für mein Leben. Mit der Kraft meines Unterbewusstseins erschaffe ich Frieden, Glück und Erfolg in meinem Leben. Genau jetzt. Ja, also mit anderen Worten, es ist die Aufforderung, wie wir es in dieser ganzen Woche eigentlich immer wieder dargestellt bekommen haben, seine eigenen Träume, seine Wünsche, seine Visionen einfach umzusetzen. Weihe es ein. Weihe ein, dass du jetzt neue Wege gehst, dass du deine Wege gehst. Das ist auch hier zum Wochenabschluss wieder die Überschrift. Und beim Sacred Forest, tja, besser kann es nicht sein, Schmetterling. Transformation. Sind das nicht wunderschöne Karten? Transformation. Und das ist auch wieder das Zeichen. Gehe ich in die Transformation, dann gehe ich meinen Weg. Das heißt, ich gehe in meine Änderungen. Ich nehme diese Änderungen, die jetzt für mich bereitstehen, die nehme ich jetzt an. Und das Büchlein sagt, die Vergangenheit liegt hinter dir. Es wandelt sich. Beginne jetzt einen neuen Lebenszyklus bzw. ein neues Projekt. Und wenn du achtsam bist, kann sich Wunder auf Wunder ereignen. Also für alle eigentlich der Hinweis, es ist nach wie vor jetzt die richtige Zeit für Transformationen, für Änderungen, für Einweihungen deines eigenen Weges, deines Ichs, genau das
sind hier schon in diesen zwei Überschriften die Aussagen. Und bei den Intuitionen haben wir auch die wunderbare Karte Respekt. Bei all dem, was unsere Pläne hier beschäftigt und unterstreicht, sollte man natürlich respektvoll vorgehen. Das heißt, rennt nicht andere Menschen um, verfolgt nicht stur und rücksichtslos euren Weg, aber haltet ruhig an eurem Weg fest. All das lässt sich auch mit Respekt verfolgen. Das heißt, lass andere so, wie sie sind und kommuniziere verständlich, dass auch du erwartest, ebenso behandelt zu werden. Gegenseitiges Beobachten und Respektieren ebnet den Weg für den nächsten Schritt. Füge keinem anderen zu, was du nicht möchtest, dass man dir zufügt. Genau das ist die richtige Aussage dazu. Das heißt, bleibe weiter auf deinem Weg, geh in die Transformation, respektiere andere Meinungen, aber erwarte und verlange von ihnen, dass sie auch deine eigene Meinung respektieren und akzeptieren. Und nun kommen wir zum Keltischen Kreuz und da zeigt sich als erste Karte der Mond. Das heißt, wir sehen hier Sehnsüchte. Sehnsüchte, die mit Sicherheit auch damit zu tun haben, seinen Weg zu finden. Man ist in diesen Gedanken gefangen und weiß noch nicht so recht, wo führt mich denn das Ganze hin? Oder wann bin ich da, wo ich eigentlich hin will? Aber das Ganze wird abgedeckt bzw. unterstrichen, dass diese Sehnsüchte hier mit der Karte des Kindes in einen Neuanfang führen. Es ist die Zeit der Transformation. Es ist die Zeit für den Neuanfang. Und wir sehen im Grunde genommen, all das ist jetzt genau das, was hier auch auf uns wartet. Was wird denn sofort erkannt? Erkannt wird, dass wir von treuen, loyalen Freunden umgeben sind. Und das ist im Grunde genommen, das sind so die eigenen Gedanken. Zu wissen, man ist von loyalen Menschen umgeben, die einen respektvoll behandeln und man selbst ihnen auch gegenüber respektvoll auftritt. Aber treue, loyale Freunde akzeptieren auch deine eigene Transformation. Was wirst du denn unbewusst? Was erkennst du denn unbewusst um dich herum? Was sich da vielleicht so ein bisschen verschließt? Genau. Mit dem Buch erkennst du, dass es noch Dinge gibt, die hier im Verborgenen liegen. Du kannst aber jetzt durch diese Erkenntnis vielleicht das Verborgene auch richtig wahrnehmen. Vielleicht ist man manchmal an so einem Punkt, wo man denkt, ach, eigentlich will ich mich damit nicht beschäftigen. Manche aufgedeckten Geheimnisse können ja auch schmerzhaft sein. Vielleicht verschließt man sich davor, dieses Buch zu öffnen, um hinter das Geheimnis zu schauen. Was ist denn so ein bisschen in der Vergangenheit, was euch da auch noch zu schaffen macht? Ja, vielleicht viele Diskussionen und Gespräche. Wir haben hier die Vögel, die Eulen. Die Eulen sind eigentlich ja der Hinweis auf Weisheit. Und trotzdem kann es etwas sein, was euch in der Vergangenheit viele Dinge erschwert hat. Also das heißt, man ist vielleicht euch gegenüber vielleicht nicht so respektvoll geblieben, wie man es erwartet hätte.
Und das ist etwas, was euch vielleicht in der Vergangenheit sehr belastet hat. Und wo man deshalb jetzt irgendwo auch so ein bisschen stagniert und sagt, ich will gar nicht noch mehr aufdecken. Vielleicht ist dann meine Enttäuschung viel zu groß. Aber wir schauen mal, was jetzt auf euch zukommt. Was jetzt die ersten Anzeichen sind, wow, das waren zu viele. Was jetzt die ersten Anzeichen sind, die ersten Weichen für die Zukunft. Wie es weitergeht, was erwartet uns jetzt als nächstes? Was kommt hier jetzt auf euch zu? Tja, ihr selbst als Fragesteller, ihr beschäftigt euch mit allem, was jetzt kommt. Ihr macht euch Gedanken über diese Transformation. Ihr macht euch Gedanken über Respekt, dem man euch entgegenbringt und dem auch ihr anderen Menschen entgegenbringt. Das ist das, was euch jetzt vordergründig beschäftigt. Aber es macht euch auch keine Angst. Im Gegenteil. Wie geht ihr denn damit eigentlich um? Wie kommt ihr damit klar? Mit dem Gedanken, mit dem Folgen eurer Sehnsucht in einen Neuanfang. Wie kommt ihr damit klar? Wie gestaltet ihr diesen Weg? Die persönliche, eure persönliche Haltung. Ja, eure persönliche Haltung wird gelenkt. Sie wird gelenkt vom Schicksal. Wir haben hier das Kreuz. Das Ganze ist schicksalhaft vorbestimmt für euch. Und schaut euch an. Viele Menschen um euch herum wissen, dass ihr mit diesen Veränderungen in Glück und Erfolg kommt. Das ist im Grunde genommen, das Ganze ist beteiligt an eurem Neuanfang. Das Schicksal entscheidet, dass ihr jetzt zu Glück und Erfolg kommt. Und alle Befürchtungen, die euch so, ja, vielleicht auch hier, wie gesagt, bei dem Buch so ein bisschen stocken lassen, euch nicht vorwärts kommen lassen, all das kann man jetzt ablegen. Man kann es lösen. Ihr könnt jetzt wirklich an Glück und Harmonie glauben. Ihr könnt davon ausgehen, dass ihr jetzt zu Glück und Erfolg kommt. Es ist das Schicksal, das all das jetzt für euch bereithält. Und dass ihr wirklich voller Vorfreude, voller Elan annehmen sollt. Und wir schauen, so geht das Ganze aus und schaut euch das an. Das Ganze endet mit dem Stern. Der Stern bringt in alles Klarheit. Hier auch diese Geheimnisse. Es kommt die Klarheit, es kommt Wunscherfüllung, auch mit dem Stern. Der Stern hält einfach Positives bereit und unterstützt wird das Ganze noch mit der höchsten Karte im Lenormand, mit der Sonne. Das heißt, alles, was jetzt hier in Angriff genommen wird, endet positiv. Und schaut euch die Unterseite des Decks an, da haben wir die Störche. Die positiven Veränderungen, die hier bereit sind, die im Grunde genommen euch sagen, der Neuanfang, folgt jetzt euren Sehnsüchten, kommt in die Transformation, erkennt jetzt euren Weg, erkennt den Weg, der euch im Grunde genommen ja an das Ziel bringt, das ihr vielleicht schon ganz lange anstrebt. Und ich möchte jetzt noch, kleinen Moment Geduld, ich schaue jetzt noch nach den Karten von Spirit DG, diese wunderschönen
Clarity-Karten, das heißt übersetzt Erklärung. Und da ziehe ich mal eine Karte, um mal vielleicht zu erkennen, auf welchen Bereich bezieht sich denn hier euer Neuanfang? Auch mein Kater möchte jetzt hier auch mal ein bisschen mitmischen. Sehr neugierig, wie ihr seht. Aber da wir das meiste schon haben, stört ihr nicht weiter. Wir haben genau passend dazu die Karte Zwiespältigkeit. Euer eigener Zwiespalt, der euch hier, was wir hier gesehen haben mit dem Buch, mit dem Geheimnis, der euch hier im Grunde genommen so ein bisschen verunsichert. Ihr seid in dem Zwiespalt, nicht richtig zu wissen, wie geht es weiter. Das war auch hier wieder sichtbar. Was geschieht danach? Eure eigene Unsicherheit. Aber kommt raus aus dieser Zwiespältigkeit. Vertraut auf das Schicksal, das euch Glück und Erfolg, Harmonie, alles Ruhe, ja Ruhe, Harmonie, familiäres Umfeld, alles, was euch eigentlich aufbauen und glücklich machen kann, ist hier noch einmal deutlich dargestellt. Klarheit und Wunscherfüllung. Also eine fantastische Wochenendlegung, wie ich finde. Ich wünsche uns allen ein wirklich traumhaft schönes Wochenende. Bleibt gesund und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder an meiner Seite seid. Alles Liebe für euch. Bis dahin.